So Leute, heute wollte ich euch diese Schrauben zeigen. Und zwar sind das jetzt irgendwelche Heco-Schrauben, weil warum irgendwelche? Und zwar, da sind unterschiedliche, also jetzt nicht unterschiedliche, aber es gibt solche kleinen. Das sind auch die meisten von hier. Also es gibt nur meistens in der Verpackung hier diese kleinen, also so eine Größe. Ich denke ungefähr, das ist eine, ja, ungefähr 50er, also kürzer als 50er, vielleicht 45 oder so. Oder ja, ungefähr da. Oder genau 40. Auf jeden Fall sieht die Schraube so aus. Die ist weiß, hat hier an der Gewinde am Ende noch so einen speziellen Teil halt. Das ist so ein, wie heißt das, damit es halt besser Schrauben reinschraubt oder ja, halt dafür ist es. Und hier eine so richtig spitze Spitze halt. Und ja, auf jeden Fall die Gewinde, Vollgewinde. Hat auch Fressrippen oben. Hat ein, ich würde mal schätzen, 20er Torx. Und hat hier oben so ganz, ganz leichte Buchstaben drauf. Das erkennt man jetzt nicht so gut in der Kamera. Also da sind auf jeden Fall hier oben neben dem Torx so drumherum. Sind da noch irgendwelche Buchstaben drauf? Ich weiß ja nicht, wofür die stehen, aber vielleicht wisst ihr das. Auf jeden Fall sind da die meisten von diesen Schrauben hier drin. Also ich zeige jetzt nicht alle, die hier in dem Kasten sind, sondern nur die und dann noch zwei andere. Also, ja, also eine andere, meine ich. Und zwar noch diese hier. Das ist eine etwas dickere. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt auch größer ist. Ja, die ist auch größer. Sieht man hier zum Vergleich. Ja, also rechts die kleine, hier links die große. Das ist der Vergleich. Und das ist halt genauso nur größer. Auch mit dem Buchstaben Torx. Ich würde schätzen, das ist ein 25er Torx, weil die, also der Torx ist hier etwas größer, weil die Schraube ja auch breiter ist. Ja, genauso spitze Gewinde. Alles gleich, halt nur, dass die Schraube etwas breiter ist, der Kopf etwas breiter ist und halt der Torx etwas größer. Ja, das war's dann auch mit dem Video. Like das Video und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Video jetzt.